Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg, in Monau. Das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute geht es um das Thema Impulskontrolle und Loyalität. Stay tuned. Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Genau, heute geht es um das Thema so die Biene-Energie in Freundschaften und Beziehungen. Bleibt dran. Ja, ich wollte noch sagen, kann sein, dass jetzt mal 2 Wochen oder ein paar Wochen nicht so viel zu sehen ist von mir, bis gut, ich lade diese Videos meistens ja ein bisschen im Voraus hoch. Aber ich muss mal so ein bisschen auf Männerkur gehen, genau. Und was auch immer das ist, keiner weiß es. Genau, aber heute sollte ich mal ein Video machen über Freundschaften. Das trifft aber jetzt im Prinzip auch auf Beziehungen zu. Die Unterschiede sind da eigentlich jetzt gar nicht so groß. Und zwar, ja, was ist die Bienenenergie? Also, Biene ist ja ein tolles Insekt, aber jetzt in dem Fall geht es halt um das Stechen. Könnte auch Wespenenergie sagen, aber Biene ist ein schöneres Wort. Ja, also es geht da um diese Schmerzkörperprozesse. Also jeder von uns hat ja so eine Ansammlung von Traumata, die der Eckhart Tolle so Schmerzkörper nennt. Ich glaube, es kommt von dem zumindest. Und ich finde das immer noch, also aus meiner Sicht auch die beste Beschreibung von dem, was da passiert, dass eben dieser Schmerzkörper, solange, vor allem wenn er nicht bewusst ist, dass man das hat, ja, wie so ein eigenes Gebilde in einem ist, was, ja, auch, muss ich mal sagen, dass das Eigenleben hat und der Schmerzkörper braucht halt Nahrung. So, ne? Und je nachdem, wie groß der ist, braucht er auch relativ häufig Nahrung und woran ernährt er sich ja an Schmerz, ne? Und vor allen Dingen eben an Schmerz von anderen Personen und vor allen Dingen eben von Freunden oder Partnern, ne? Gut, das ist bei Partnerschaften natürlich noch viel mehr, wenn man die öfter sieht, aber im Grunde genommen sind Freundschaften ähnlich. Also, und wie sieht das dann aus? Also, wenn der halt gefüttert werden will und es, wie gesagt, das ist unbewusst, dann ist es so eine Streitlust, ne? So eine Dramasucht, dass man halt aus dem Nichts einen Streit provoziert und ja, und sich dann irgendwo dran nährt, dass der andere leidet, ne? Ich meine, es hört sich jetzt gruselig an, aber wie gesagt, das ist im Wesentlichen unbewusst, was wir ja immer, wie wir wissen, nicht davon einen davon abhält, dass man Verantwortung für seinen Bereich übernehmen muss. So, ne? Vor allen Dingen, wenn man es gesagt kriegt, immer wieder, dass das passiert, vielleicht. Ja, und das Gemeine jetzt an dieser Geschichte ist, dass jetzt, was viele denken, ist ja so mein Kumpel oder meine Kumpeline oder mein Freund oder meine Freundin. Weiß ich, verletzt mich oder macht Sachen, wo ich genau gesagt habe, ich möchte ganz genau das, möchte ich nicht und es passiert aber trotzdem. Was ich möchte, dass du für mich da ist, wenn XY passiert. Ja, klar, wir sind ja Freunde, passiert nicht. Oder man kann Sachen nicht besprechen oder du bist für deinen Freund oder für deinen Kumpel da, das war nicht für dich da. Oder weiß ich nicht, deine Freunde machen Sachen, wo du echt denkst, also, nicht, kann man da mal ungefähr eine Zehntelsekunde nachdenken, bevor man das sagt, macht oder ich weiß nicht was. Und das ist halt so irritierend, wenn man denkt, ich kenne den Menschen, das ist eigentlich ein netter Mensch, aber das ist eben diese, wenn diese Schmerzkörperprozesse nicht bewusst sind, dann kann jemand durchaus total nett sein und macht dann eine Sache, wo man denkt, what the fuck, irgendwie, ne? Gut, sind wir alle nicht perfekt, das kann ich immer wieder sagen. Wir alle haben scheiß Tage, wir alle. Und es ist überhaupt, jeder ist so auf seinem Weg. Ist ja nur die Frage, mit wem möchtest du Zeit verbringen? So, ne? Wie gesagt, wenn jetzt jemand vielleicht auf seinem Weg einen ganz anderen Punkt ist als du, ist, macht das keinen schlechteren Menschen aus ihnen per se erstmal. Nur, ja, ist halt die Frage,
Gut, ist immer die Frage, warum ist dieser Mensch jetzt in deinem Umfeld, auch wenn er dir wehtut, aber das sind ja viele andere Videos, gehen ja um dieses Thema, aber du darfst halt sagen, also darfst halt darauf hinweisen und kannst sagen, guck mal, haben wir darüber gesprochen, es ist sehr schmerzhaft für mich, es ist wieder passiert und das gibt es natürlich in Beziehungen auch zuhauf, ne? Ja, und darüber hinaus kannst du aber nichts machen. Und jetzt eine Sache, worauf ich hinaus will im Video, ist folgende. Was viele dann überlegen, ist so, dass sie sagen, ja, ich lieb meinen Kumpel, meinen Freund, meine Freundin oder ich mag die ja so und dann haben wir eben so ein Bienenproblem. Ja, das heißt, ich werde ab und zu gestochen, aber meine Liebe ist so groß. Man muss natürlich über deinen eigenen Schmerzkörper nachdenken, wenn du wirklich sowas. Aber gut, meine Liebe ist so groß. Ja, was soll denn, das sind ja eigentlich nur Mückenstiche. Da macht man aber seine Rechnung ohne den Wirt, weil der Wirt, der Schmerzkörper, sagt sich ja, ich muss Schmerzen haben. Das heißt, wenn du dich jetzt da hinstellst und sagst, okay, all diese ganzen, weiß ich nicht, dass jemand nicht an mich denkt, mich auf dem Zettel hat, die ganzen Loyalitätsverletzungen, lasse ich alles, gucke ich in Liebe drüber weg, ich bin in meiner Liebe geerdet, ich sehe das Licht in dir, ich bin in der wahren Liebe, what the fuck? Was macht dann der andere? Da merkt der Schmerzkörper, okay, Bienenstiche reichen scheinbar nicht. Ich kriege hier keine Nahrung. Dann packen wir doch mal die Hornissenstiche aus und mal gucken, was dann passiert, ne? Und dann die brasilianische Wüstenkakerlakenstiche oder ich weiß nicht was. Also, worauf ich hinaus will, ist, dann wird halt immer passieren immer krassere Sachen, bis du es dir total wehtut und das ist interessant, wenn das wirklich so ein Prozess ist, dann beim anderen zu sehen, wie der, also dann kann er auf einmal nett sein und lieb, dass er dich tröstet, und ach ja, und Mensch, und hier, und bla bla bla, und sozusagen, und das ist aber genau der Moment, wo sich der andere dann nähert an dir, dann an deinen Energien, ne? Und halte deine Energien sauber, ich kann es immer wieder sagen. Wie gesagt, geht es nicht darum, da Menschen zu verurteilen, dass sie das so machen. Und du darfst ja auch darauf hinweisen, aber wenn das nachhaltig passiert, denk nicht, du könntest das aussitzen. Ne? Weil da passieren immer krass, also da werden immer krassere Sachen passieren. Bis du eben sagst, bis du eben den Kanal zumachst und sagst, das gibt es in meinem Leben nicht mehr, so ein Scheiß. Ne? Also. Ich muss keine perfekten Menschen in meinem Leben haben, aber ich muss Menschen in meinem Leben haben, die Verantwortung übernehmen, mit denen man reden kann, die hingucken. Das ist schon eine Sache, wo man vielleicht drüber nachdenken sollte. Ne? Und eine Sache ist mal klar, je weiter, mein Weg, den ich hier vorschlage, ist ja ein Bewusstseinsweg. Also je weiter du gehst auf diesem Bewusstseinsweg, umso weniger wirst du es aushalten, dass Leute deine Grenzen übertreten, weil das ist, ab einem gewissen Punkt ist es einfach, selbst wenn man es durchgehen lassen wollen würde, ist wieder Dating for Tour 3 hier, ne? Würden lassen, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Es reibt einen so auf, es nervt einen so, dass man einfach nur sagt, nein, 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 es geht nicht mehr. Und wie gesagt, das Huhn kriegst du ja nicht mehr ins Ei, ne? Wissen wir ja auch. Das heißt, du kannst da, wenn du ein bisschen Schritt gemacht hast und du da kannst dir nicht wieder zurücknehmen und kannst sagen, ja, okay, dann lass mich eben wieder scheiße behandeln. Das geht nicht, ne? Also dir sind dann quasi die Hände gebunden und man muss niemanden dann vom Kopf stoßen oder sagen, ich sehe dich nie wieder auf Freundschaftsebene, aber man kann dann schon sagen, ja, ich glaube, wir müssen unseren Kontakt irgendwie anders gestalten oder vielleicht ist das nicht mehr so wichtig jetzt für mich. Ja, keine Ahnung. Ne? Aber wie gesagt, das kann sich auch alles wieder ändern, weil vielleicht bist du ein bisschen vorangeprescht auf deinem Weg und der andere kommt hinterher oder du machst mal eine Pause und der andere kommt hinterher und man trifft sich dann doch wieder. Dann ist alles fein. Und wie gesagt, nochmal, das ist keinerlei, das hört sich jetzt nach so einer Hierarchie an, die ist natürlich eigentlich nicht da, ne? Weil jeder macht sein Ding und man kann immer wieder gucken, passt das zu mir so jetzt in dieser Version, die ich gerade bin, so, ne? Ja, in diesem Sinne, schöne Zeit, wir werden uns bald wiedersehen.